Hallo Leute, Breaking News. Der Berliner Senat verbietet die Demonstrationen am 29.08. Deswegen nur ganz kurz von mir. Lasst euch nicht davon abhalten, nach Berlin zu fahren. Die Veranstalter dürfen natürlich jetzt nicht dazu aufrufen, hinzufahren aus rechtlichen Gründen, aber das Ding findet statt. Period. Wenn Millionen Leute in der Stadt sind, können die nichts mehr machen. Es kann auch niemand verbieten, eine Stadt zu besuchen und Spaziergänge zu machen. Und da werden zig Wägen unterwegs sein. Dann gibt es halt zig Demonstrationen an zig Orten. Spontan. Die Veranstalter arbeiten rund um die Uhr dran, haben zig Anwälte dran, aber es ist egal. Lasst euch auf gar keinen Fall davon abhalten, nach Berlin zu fahren. Es war klar, dass sie irgendwas versuchen würden, auch dass sie es in letzter Minute machen werden. Die absolut lächerliche Begründung hat mir gerade noch der Michael Ballweg zugeschickt. Wartet mal, ich habe es schon gepostet auf Telegram. Unfassbar, aber nicht so wichtig, wie gesagt. Hier. Folgende Umstände sind dabei erheblich. Sie richten sich mit ihren Versammlungen gegen die Maßnahmen der Regierung bzw. der einzelnen Landesregierung zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus, die sie für überzogen halten. Ja, sie sehen ihre Freiheitsrechte dadurch unverhältnismäßig eingeschränkt, was mit einer Fehleinschätzung der eigentlichen Gesundheitsgefahren, die von dem SARS-CoV-2-Virus ausgehen, einhergeht. Ja, genau darum geht es bei den Demos. Darum, dass Wissenschaftler und wir alle das anders einschätzen als die korrupte, verbrecherische Regierung. Lasst euch nicht davon abhalten. Lasst euch vor allem nicht teilen. Ja, diese Spalterei in der Bewegung ist unglaublich. Die Anzahl der tiefen Staatakteure stapelt sich. Das sind entweder Idioten oder tiefe Staatakteure. Da wird noch viel von mir zu berichten sein in Zukunft. Es geht darum, jetzt alle zu vereinen, links, rechts, Mitte, und nicht darüber zu streiten, wer da spricht oder was da gefordert wird. Es geht darum, Millionen Leute auf die Straße zu bringen. Jeder, der etwas anderes sagt, ist ein Feind Deutschlands, ein Feind der Menschheit. Ich sage es hier ganz deutlich. Der einzige Grund, warum ich einzelne tiefer Staatakteure noch nicht benenne, ist, dass ich nicht die Einheit zerstören will. Aber was hier los ist, ist absolut unglaublich. Lasst euch nicht von einzelnen Arschlöchern einreden, dass irgendwas mit der Demo oder den Organisatoren nicht stimmt. Das ist der tiefe Staat, der mit euch spricht. Kommt alle nach Berlin. Niemand kann das verbieten, dass man Berlin besucht. Und dass sie das jetzt verbieten, ist ein hervorragendes Zeichen dafür, dass sie auch mit Millionen von Teilnehmern rechnen. Und dann könnten sie es eben nicht mehr verschweigen. Also kommt alle dorthin. Ich habe heute zwei weitere Videos aufgenommen, ein sensationelles Interview mit Michael Lesch, dem Schauspieler, der, das werdet ihr natürlich, da haben wir jetzt nicht adressiert, dass die Demo verboten wurde, weil das heute jetzt gerade aufgenommen wurde vorher, kommt heute noch irgendwann, ich habe ein Video auf Englisch aufgenommen, auch da kommt es nicht vor, dass es das verboten wurde, ist auch irrelevant. Kommt nach Berlin, lasst euch nicht davon abhalten. Ganz klare Message von mir. Und jeder, der was anderes erzählt, ist ein Feind Deutschlands, ein Feind der Menschheit.